Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Christus spricht: Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Mit diesem Wort aus Offenbarung 1, Vers 18 begrüße ich Sie alle ganz herzlich zu unserem Videogottesdienst am Ostersonntagmorgen. Liebe ist stärker als der Tod. Ostern, das ist das Fest purer Freude, einer Freude, die deswegen so rein ist, weil sie die Tiefen kennt und sie doch bezwungen weiß. Erste Liebe oder Geburt eines Kindes, Rettung aus höchster Gefahr. Es gibt Ereignisse, die erfüllen uns mit unaussprechlicher, ja mit tiefer Freude. Singen möchte man und jubeln oder man bekommt kein Wort heraus vor lauter Glück. Vielleicht fühlen wir uns in diesem Jahr zu Ostern jedoch eher gelähmt, weniger lebendig als sonst zumindest. Womöglich spüren wir in uns diese Sehnsucht, rausgehen zu wollen, mitten hinein ins gewohnte und von uns allen so geliebte Leben, das wir jetzt wochenlang vermissen mussten. Ganz ähnlich ging es vielleicht auch Jesu Anhängerinnen und Anhängern. Und dann, völlig unerwartet, steht der Auferstandene plötzlich vor ihnen. Zuerst vor Maria Magdalena, dann etwas später vor Petrus und Johannes und dann vor einer Vielzahl von Jüngerinnen und Jüngern Jesu. Und seitdem tragen sie es in die Welt hinaus. Jesus lebt. Die Liebe hat den Tod überwunden. Der Tod hat die letzte Macht über uns verloren. Jesu Auferstehung hat die Welt verändert. Und wenn wir gegen allen Augenschein im Jahr der Corona-Krise in diesem Vertrauen leben, dann können wir freier handeln. Ja, dann erleben wir in und an uns eine Auferstehung gegen alles, was unser Leben bedrohen will. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Wir wollen gemeinsam das erste Lied singen, Er ist erstanden, im Gesangbuch die Nummer 116. Thank you.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Dankbarkeit und Freude prägen das Osterfest. Dankbar sein können wir auch in Tagen der Not, dankbar dafür, dass wir einen Gott haben, der uns nicht verlässt. So wollen wir gemeinsam einstimmen in das Gebet des Psalmbeters von Psalm 118 und Gott miteinander danken. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht, die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Der Herr züchtigt mich schwer, aber er gibt mich dem Tode nicht preis. Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. Das ist das Tor des Herrn, die Gerechten werden dort einziehen. Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Kommt, lasst uns ihn anbeten. Lass uns miteinander beten. Allmächtiger, ewiger Gott, durch deinen Sohn Jesus Christus hast du den Tod besiegt und uns den Himmel geöffnet. Ostern, das ist der Aufstand des Lebens gegen den Tod, aber noch ist unser Leben vom Tod gezeichnet. Ostern, das ist der Aufstand der Freude gegen das Leid. Und noch ist unsere Welt und das Leben in ihr von viel Leid gezeichnet. Nur langsam und zaghaft ahnend erfassen wir das Neue und trauen dir zu, Gott, dass du alles verwandelst und dein Osterlicht heute durch uns leuchten lässt. Du, Herr, bist wahrhaftig auferstanden. Ehre sei Gott in der Höhe. Als Schriftlesung hören wir heute Worte aus dem Evangelisten Markus, Kapitel 16. Am nächsten Abend, als der Sabbat vorüber war, kauften Maria von Magdala, Salome und Maria, die Mutter von Jakobus, wohlriechende Öle, um den Leichnam einzubalsamieren. Früh am Sonntagmorgen, gerade als die Sonne aufging, machten sie sich auf den Weg zum Grab. Unterwegs überlegten sie, wer ihnen den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen könnte. Als sie jedoch hinkamen,
sahen sie, dass der Stein, ein massiver Felsblock, bereits zur Seite gewälzt war. Sie betraten die Grabhöhle und bemerkten dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem strahlend weißen Gewand. Die Frauen erschraken sehr, aber der Engel sagte: Habt keine Angst, ihr sucht Jesus von Nazareth, der gekreuzigt wurde. Er ist nicht hier, er ist von den Toten auferstanden. Seht, das ist die Stelle, an der sie ihn hingelegt haben. Geht jetzt zu seinen Jüngern und sagt ihnen und auch Petrus: Jesus geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat, bevor er starb. Zitternd vor Angst und Bestürzung flohen die Frauen aus dem Grab. Sie redeten mit niemandem darüber, so sehr fürchteten sie sich. Halleluja, dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Halleluja. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Lasst uns miteinander unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wenn ein Auto gebaut werden soll und in Serie geht, dann geschieht Folgendes. Der Autobauer entwickelt das Auto durch seine Ingenieure, und wenn die Ingenieure mit ihrer Arbeit so weit vorangeschritten sind, dass man an die Serienproduktion denken kann, dann wird erst einmal der Prototyp des neuen Modells gebaut. Protos, das heißt der Erste, und Typus, das Urbild oder das Vorbild, das heißt also, der Prototyp, der ist das allererste Exemplar einer Serie, der erste Anfang, an dem man sich orientiert, und das ist teuer und sehr aufwendig. Ostern ist nun im Grunde das Fest, an dem wir einen Prototyp feiern,
Genauer gesagt feiern wir die Umstände, die sich aus diesem ersten Ur- oder Vorbild, für das Ostern steht, ergeben haben. Der Apostel Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 15: Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Christus also auferstanden als Erstling. Griechisch steht dort ab archä, das heißt so viel wie Ursprung, Beginn, Start oder Anfang, als Erster unter den Gestorbenen. Er ist der Erste, er ist der Prototyp, wie wir heute sagen würden, der für eine ganze Generation als Erster einen anderen und neuen Weg gegangen ist, der Modellcharakter hat für auch unser je eigenes Schicksal, ja noch besser erleben für unseren eigenen Ausgang. Das, liebe Gemeinde, ist Ostern, der Anfang für eine völlig neue Qualität von Leben, eine neue Lebensform. Und der Preis, den Jesus Christus dafür bezahlen musste, ist deutlich teurer als der für die Entwicklung eines Autos. Mit Fug und Recht dürfen wir laut aussprechen: Christus ist unsere Zukunft. Und diese Zukunft hat bereits begonnen, denn mit jedem Prototyp hat bereits eine neue Serie angefangen zu existieren. Durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ist die Auferstehung in Serie gegangen. Das ist auch die Grundthese des 15. Kapitels im Korintherbrief. Die Auferstehung Jesu Christi von den Toten zieht die Auferstehung der Seinen nach sich. Christus ist der Erstling. Was Christus widerfahren ist, wird in ihm und durch ihn auch denen zuteil, die zu ihm gehören. Unser Geschick hat sich in Christus an Ostern entschieden. Auch für uns gilt: Der Sieg Christi über den Tod hat auch unseren Tod verschluckt. Gehören wir zu Gott, dann haben wir das ewige Leben. Das unverwesliche Leben, ein Leben im Glanz und in der Kraft Gottes, geistliches, aber deswegen nicht weniger leibliches Leben. Und dass das auch schon im Hier und Jetzt geschieht, davon lesen wir in den Evangelien an denen Stellen, wo Jesus mit seinen Jüngern Brot bricht und isst oder Fisch und Brot röstet und mit ihnen frühstückt. Es ist ein Leben mit einer ewigen Perspektive über den Tod hinaus. Und diese Wahrheit, die da seit Ostern über unserem Leben steht, die geht mit uns auch und gerade durch Krisenzeiten. Zugegeben, in unserem ganz normalen Corona-Alltagswahnsinn, in diesen Zeiten, da erleben wir etwas ganz anderes vielleicht als österliche Freude und Lebendigkeit. Ich habe mich lange gefragt, wie das wohl sein wird, eine Osterpredigt vor leeren Bänken zu halten, Osterlieder aufzuzeichnen, ohne dass die Gemeinde mitsingt. Es ist anders, es ist ganz anders und es ist komisch. Es ist nicht das, was ich mir gewünscht hätte für das diesjährige Osterfest. Und angesichts der hohen Zahlen an Sterbenden stellen sich uns allen die Frage: Wie gehen wir damit um, dem eigenen bevorstehenden Tod nicht entrinnen zu können? Wie gehen wir mit den vielen kleinen täglichen Toden um, die wir immer haben? Probleme mit dem Partner, der Partnerin, der Familie, den Nachbarn, den Arbeitskollegen und so weiter. Wie gehen wir um mit gesundheitlichen oder psychischen Problemen? Trösten wir uns und sagen wir uns vielleicht: Ja, alles wird irgendwann wieder gut. Bis zum Sterben hat es ja auch noch Zeit. Nur nicht dran denken, lieber nicht drüber reden. Ein Leben lang setzen wir uns nur ungern mit dem Tod auseinander, wollen uns Gedanken darüber lieber ersparen. Wollen wir das Sterben müssen aussparen, obwohl es uns als eine ganz klare Perspektive in unserem Leben aufgenötigt ist?
Nicht umsonst spricht Paulus von dem letzten Feind, den wir überwinden müssen, dem Tod. Der Tod ist unser Feind, denn er will uns ans Leben. Adam ist der Prototyp dafür. Wir müssen alle sterben. Unsere Möglichkeiten, sie werden weniger. Die Spannkraft lässt nach. Der Atem wird kürzer, die Glieder immer weniger beweglich und unsere Organe beeinträchtigt. Aber die Toten werden auferstehen. Gott beginnt mit seiner Welt noch einmal ganz von vorne. Deshalb wird Christus zum Prototyp einer ganz neuen Ära. Er lässt neu Leben in uns entstehen, ganz neue Bedingungen. Die Osterbotschaft schenkt uns eine stichhaltige Hoffnung. Von heute an sind wir berechtigt, auf unsere eigene Auferstehung von den Toten zu warten. Es gibt keinen Grund mehr, uns vor unserem eigenen Tod zu grauen. Wir dürfen Hoffnung in uns stark werden lassen. Lass dich getrost in Gottes Hände fallen. Es gibt Hoffnung für ein ewiges Leben. Auf eine grandiose Zukunft gehen wir zu. Und diese Zukunft hat an Ostern begonnen. Jesus ist dafür der Garant, der Prototyp des auferstandenen Lebens. Was uns noch allen bevorsteht, das hat er bereits hinter sich. Tod und Auferstehung. Das Einzelstück der Prototyp soll das göttliche Gesamtkonzept illustrieren. Und dafür zahlte Gott, wie gesagt, einen hohen Preis, vielleicht den höchsten Preis überhaupt. Denn er gab uns seinen eigenen Sohn. Vielleicht spüren Sie in sich gerade alles andere als Osterfreude und Lebendigkeit. Die Krise fesselt uns weitestgehend an unsere Häuser, wohl dem, der einen Wald, einen Weinberg oder Garten vor dem Haus oder zumindest in der Nähe hat. Und trotzdem gilt diese Wahrheit jedem von uns. Wenn ich in Christus bin, dann sterbe ich nicht. Meine ewige Zukunft hat begonnen, und zwar jetzt, heute an Ostern. Durch Christus sind Tod und Sünde unschädlich gemacht. Auch der berühmte Stachel des Todes, der letzte Feind gegen das Leben, unschädlich gemacht. Und das geschieht aus Liebe. Weil Gott uns liebt, lässt er uns nicht im Tod. Weil Gott uns in Christus liebt, hat unsere Zukunft schon begonnen. Christi Auferstehung und seine neue Lebendigkeit, sie gelten dir und mir. Sie gilt uns allen. Deshalb lassen Sie uns ernst damit machen, was Jesus Christus als Prototyp vorgemacht hat. Lassen Sie uns in das Osterlachen einstimmen und den Tod verlachen. Lassen Sie uns freuen an diesem neuen Leben, das Gott schenkt. Und lassen Sie uns gemeinsam feiern. Entgegen aller Angriffe, die uns durch Corona und Co. an Leib und Leben wollen. Anders leben ist möglich. Und wenn das Haupt dafür ist, so müssen Schultern, Rücken und so weiter nach, hat Martin Luther einmal gesagt. Wer zur Gemeinschaft Jesu Christi gehört, der kann eigentlich gar nicht anders. Der freut sich an diesem neuen Leben. Der weist andere durch seinen Lebenswandel hin auf das Zukünftige. Die Ewigkeit hat begonnen. Wir gehen in Serie. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.
Lasst uns gemeinsam Fürbitte halten. Halleluja, du bist auferstanden, Jesus Christus. Dein Licht macht unser Leben hell. Deine Liebe durchbricht all unsere Erstarrung. Dein Heil erlöst uns. Der Tod hat verloren. Und es ist bedrückend, die Nachrichten zu verfolgen. Sie machen uns Angst. Dein Licht lass aufstrahlen für all die Trauernden und einsam Sterbenden, die Eingeschlossenen und diejenigen, die sich einsam fühlen. Dein Licht lass aufstrahlen für Menschen in Flüchtlingsunterkünften, die ohne Schutz und Hilfe sind, und für alle, die gegen das Dunkel ankämpfen. Nimm sie unter deinen Schutz, schenke ihnen Mut und Zuversicht. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich. Deine Liebe durchdringe die Herzen der Heldinnen und Helden unserer Tage, Krankenschwestern und Pfleger, Ärzte und Forscherinnen, Erzieherinnen, Verkäuferinnen, Künstler, Busfahrer, Erntehelfer, und schenke unseren Politikerinnen und Politikern einen wachen Sinn. Nimm sie unter deinen Schutz und erbarme dich. Deine Gegenwart verwandle unsere Welt, du Auferstandener. Deshalb schenke uns neue Perspektiven und Hoffnungen in das Leben. Befreie uns aus Verzweiflung vor Arbeitslosigkeit und Existenzangst und bewahre uns vor Verzagtheit und Aufgeben wollen. Deine Gegenwart begeistere deine Kirche und mache sie zur Zeugin der Wahrheit. Der Tod hat seine Macht verloren. Das Leben kehrt zurück. Die Schöpfung lebt auf. Und so jubeln wir, denn du bist auferstanden, Jesus Christus. Halleluja. Amen. Gemeinsam wollen wir beten, wie Jesus Christus uns gelehrt hat und wie Christinnen und Christen es auf dem ganzen Erdkreis tun. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht in diesen Ostersonntag und in die vor euch liegende österliche Zeit mit dem Segen unseres Herrn. Der Auferstandene, er begegne euch, wie er Maria Magdalena am Grab begegnet ist. Der Auferstandene begleite euch, so wie er die Jünger auf dem Weg nach Emmaus begleitet hat. Und der Auferstandene, er segne euch mit seiner Liebe, so wie es Gott durch alle Zeiten hindurch tat und immer noch tut. So segne euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Thank you.
Thank you.